Josef Kardinal ist der Mann der Kugeln. Mit fast 8000 Schneekugeln ist er wieder einmal reif für das Guinness Buch der Rekorde. In drei Kellerräumen auf meterlangen Regalen stehen die Schneekugeln, thematisch sortiert. Hier die Kunstthemen, daneben Werbeschneekugeln und dann natürlich die bekannten Disney-Kugeln. Ja, 1984 habe ich meine erste Schneekugel bekommen. Und damals? War ich wenig begeistert. Es war so eine richtige kitschige Kugel mit Gebirgslandschaft und Bauernhaus. Und ich habe mich etwas veräppelt gefühlt und habe es etwas widerwillig angenommen und auf mein Klavier draufgestellt. Und das führte dann dazu, dass Sie dann dazu noch ganz viele weitere geschenkt bekommen haben? Ja, Freunde und Bekannte haben gemeint, oh, das sammelt diese Dinger und haben aus jedem Urlaub was mitgebracht und dann standen 10, 20 am Klavier, bis ich selber eben dazu übergegangen bin, mir auch welche mitzubringen aus dem Urlaub. Und dann irgendwann hatte ich dann plötzlich 200, 300 Kugeln in meiner Sammlung und dann fing das an und war nicht mehr zu bremsen. Und jetzt haben Sie knapp 8000. Ja, ich habe jetzt so 7.980 bis 85 Kugeln und mir fehlen nur 15 bis zur 8.000. Welches ist denn die älteste Schneekugel in Ihrer Sammlung? Ja, die habe ich hier. Das ist eine Schneekugel mit einem Eiffelturm. Ist aus dem Jahr 1870 laut Fachliteratur. Und damals hat man aus Füllmaterial keinen Schnee, der jetzt aus Kunststoff ist, Polystyrol, sondern man hat Getreidekörner verwendet. Und da möchten Sie jetzt auch wieder rein, oder? Ja, also ich stand auch mit dem Rekord von erstmal 4.600 Kugel, ist dann nochmal aktualisiert worden auf über 6.000. Und jetzt, wenn ich dann meine 8.000ste, dann hoffe ich, dass das auch vom Guinness-Buch dann wieder aktualisiert wird. Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg dabei. Dankeschön.